Ich mag diese Nebenmissionen nicht, die sind scheiße. Wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder hier das Hardcore-Programm. Sieht ganz gut aus. Ja, total easy. Normal. Siehst du? Easy. Kannst sie auch werfen. Da ist noch der Zwischengang, ne? Ich meine, du kannst die Leichen überall hin mitnehmen. Ich glaube, das ist voll einfach. Vorhin drin liegt sogar noch eine Leiche. Da sollen jetzt drei Leichen liegen. Der muss das Tor öffnen. Hat den Laser. Er muss. Ja, legt er die Leiche drauf, sonst kommst du selbst nicht runter. Scheiße. Du hättest nur eine Leiche fallen lassen dürfen. Du kommst jetzt nicht mehr runter. Du kommst nicht mehr runter. Ja. Okay, lass dich brutzeln. Okay, ja, solche Sachen muss man natürlich immer wissen. Dass ja. Okay, also kannst du mit einer Leiche schon mal direkt durch den Schacht gehen? Warum nimmst du? Geil zu müssen. Aber auch ein bisschen unnötig. Mann! Du und Controller, ne? Erzähl mal was von deinen Battlefield Hardline-Erlebnissen gestern auf meiner PS4. Ja, dafür, dass ich nie einen Controller spiele. So, keine Ahnung. Das ist halt ziemlich eklig. Ja, keine Ahnung. Wegen dir habe ich jetzt übrigens eine KD von 0,64. Okay. Nee, warte. Die andere musst du auch mitnehmen. Musst beide mitnehmen. Ja, so langt das. Jetzt einmal rübergehen. Und dann müsste das eigentlich passen. Plopp. Das Einzige, was mich echt verwundert hat, wir hatten trotzdem noch eine Trefferquote von 15%. Okay. Das ist. Hier jetzt auch mit runter, ne? Ja, würde ich machen. Wofür? Oben brauchst du sie nicht mehr. Ich meine, okay, da liegen eigentlich genug Leichen. Könnte man das alles nicht eigentlich in einer Leiche machen? Könnte man. Macht man aber nicht. Okay. Die ist nämlich jetzt sehr entscheidend, weil die musst du dagegen werfen. Ja, ach nee. Was? Aus irgendeinem Grund glaube ich, das ist nur Deko. Aber safe ist safe. Lieber nicht ausprobieren. Scheiße, Minigame. Ja komm, das ging doch jetzt auch ja von der Zeit her. Ne? Ja, das ist inzwischen denke ich, dass du das sowieso auch nochmal spielen musst. Ja, das kotzt mich an. Ich will das Spiel hinter mir haben. Das sollte ein Kurzprojekt werden. Über 20 Folgen ist kein Kurzprojekt mehr. Maus. Nimm die Maus da weg. Junge Mann.
gleich in die andere Richtung. Oder mach einfach das Licht aus. Du musst ja dranhängen. Ey, die Miezekatze muss gleich eh nochmal wiederholen. Ja, ich weiß. La 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 la. Das Licht aus. Jetzt. Ja, jetzt kommt man hier. Okay, okay, ich kann ihn nicht angreifen. Ah nee, die kannst du nicht takedown. Das sind doch die, die du paralysieren musst. Ach ja. Da war okay. Ja was, ne? Mach trotzdem das Licht aus. Ach, okay. Stirb doch, Alter. Ah, ich sag doch, in Sachen Kompetenz geben wir uns nicht so viel. Klappe Sache, du wärst beinahe an ihm vorbeigelaufen. Ja. Guckst du? Nee, nee. Spiel nur ein bisschen mit dem Karambit. Schön. Komm, jetzt guck woanders hin, du Bastard. Eigentlich Gott. Gucken die immer links, rechts. So, chillen wir. Jetzt hol ihn schnell. Hol ihn doch jetzt schnell. Ach. Toller Plan, Jonas. Ja, was? Wärst du direkt losgelaufen, als er sich umgedreht hätte, dann hättest du ihn locker gekriegt. Dann musstest du jetzt wirklich wieder da starten. Ja. Mann, oh Mann. Also wenigstens kannst du ihn da verstecken. Die Frage ist, da muss ich hin. Was war jetzt an dem anderen Affen mit der Katze, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, die Mietzelkatze würde ich auch schon mitnehmen. Ja. So, das Licht aus und direkt, wenn er sich umdreht, gib ihm. Der muss auch nicht erst hinter die Vase springen. Warte. Absolut gar nichts gebracht, dass ihr Lichtschalter ausgemacht habt. Ich wollte das Licht da ausmachen, damit das draußen auch alles dunkel ist. Okay, die habe ich halt erstmal den Typen gekillt. Ich dachte, diesmal juckt ihn das nicht. So, dann drehe ich jetzt um. Ja, geh wieder weg. Hey. Haben. Okay, okay, bleib nochmal gern stehen. Teilweise ist es echt jetzt langgezogen und nervig am Schluss. Vor allem, weil man so viel warten muss. Ja, wir hatten uns halt vorgenommen, das jetzt heute durchzumachen. Deshalb sitzen wir hier jetzt schon in gleich 3-Stunden-Session. Ja. Und langsam geht es halt auf die Nerven so ein bisschen. Weil ich habe krassen Hunger. Bin relativ müde. Sido. Und ja.
Wir warten jetzt im Endeffekt einfach nur darauf, dass es zu Ende ist. Ja, ich würde aber sagen, dass wir die jetzt noch zu Ende machen. Ja, 20 Minuten. Und dann müssen wir erstmal essen, weil ich kriege ja gerade auch Kohldampf. So, jetzt. Schalte hoch, mach das Licht aus und gib ihm direkt. Oder wirf eine scheiß Rauchbombe, die ist eh toxisch. Ja genau, einfach da oben an die Decke. Die fliegt aber nicht runter. Ja, bislang, solange er mit seinem Kopf da drin steht. Sonst jump an die andere Wand, dann kannst du glaube ich besser machen. Oder so, am besten. Alter. Feingefühl. Ja, von da aus kriegst du uns auch die Lampe jetzt erstmal kaputt, ne? Warte. Probieren. Das ist mir nicht mal richtig gegeben. Ja, egal, mach jetzt einfach weiter. Ja, mal auch. So, jetzt nimm die scheiß Katze. Klapp hoch und mach das Licht aus. Warte, lass ihn erstmal weitergehen. Noch weiter. Ja, okay. Willst du ihn unten gleich auch noch töten? Weiß ich nicht. Wo ist denn der Boy jetzt hingegangen? Ja, jetzt. Jetzt kommt auf die Fräse. Sehr schön. Da ist die eine tot. Mal her, wir mal hier rein. Ja. Easy. Mehr Punkte. Wenn dann richtig. Naja, brauchst du nicht mehr töten, oder? Naja, das dauert mir jetzt auch zu lang. Wir wollen ein bisschen was schaffen hier, ne? Ja. Ja, geht. Gott sei Dank. We can't let Karajan escape again. We can either take out the pilot or destroy the fuel pump. Either way, Piloten ausschalten. Also ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall den Piloten ausschalten. Okay. Okay, ich drück B. Du musst gedrückt halten. Hab ich. Hast du auch gesehen? Nein, hab ich nicht. Kein Spaß. Ich geh da erst hin. You see something there? Was ist denn das da hinten? Das rote. Alarmanlage, denke ich mal. Machen? Nicht gut. Der hat mir ja auch gesehen, das war eine scheiß Idee. Ja. Schade. Egal. Nee, warte, ich guck ja mal kurz auf die Map, bitte. Okay. Aber was ist denn das da?